Machst du. Also. Man muss sagen, dieses Mal haben sie sich mal wieder selber übertroffen. Die Erwartungen waren hoch, würde ich mal sagen. Amorelli ist ja auch bekannt dafür, einer der qualitativ hochwertigen Hersteller zu sein. Viel besser als Schokolade. Ja. We also love the calendar because there were so many different kinds of products that we've never even seen before. Toys über Gleitgele, über Spiele. So it brought up a whole new kind of level to our sex life that we hadn't even thought about. Wenn man ein paar Jahre zusammen ist, dann kennt man sich ja dann irgendwann auch ziemlich gut. Wir haben auch sehr viel gelacht. Am besten fand ich irgendwie den Penisring mit dem Vibrator. Oh ja. Da ist der Womanizer drin und in diesem Jahr sogar der Classic. Der Womanizer ist natürlich ein super Highlight. Das Ding überhaupt für jede Frau. Man kann es ja bei der einen oder anderen Stellung aus dem Buch ganz gut benutzen. Am besten hat mir eigentlich das Türchen 24 gefallen. Und zwar, da ist der Paarvibrator drin gewesen. Dieser Handjob-Creme. Schon alleine mit dem Namen. Was ich sehr, sehr witzig und schön finde, ein kleines Rollenspielblöckchen dabei. Das ist dann gerade so ein kleines Blöckchen. Da steht drauf, heute überraschst du mich als Polizist zum Beispiel oder als Postbote. Es steht drauf, ob man verkleidet sein soll. Es steht drauf, wann und wo das stattfinden soll. Was ich über uns gelernt habe, ist, dass wir sehr offen über Sex reden können. Und das finde ich sehr schön. Ich glaube, es ist nicht, solche Sachen anzusprechen, ist schwieriger. Aber dadurch, dass man auf einmal die Utensilien da hat, dann sagt man, ja, wie wär's denn jetzt hiermit oder damit? Und lass uns das auch mal auch kombinieren. It's been very exciting to try new ideas because this has given us really new ideas. The advent calendar from Amorelli definitely brought up a whole conversation about sex toys for my partner and I. Stuff that we never even thought about using before. Für uns ist das definitiv ein 2 Daumen hoch und gerne wieder. Wir freuen uns dann schon nächstes Jahr vielleicht auf den nächsten Kalender.